das macht es einfach an der Sportart aus. Auch warum so viele Leute das am Fernseher so interessant finden, ist einfach, weil ja, das Fliegen ist einfach was man nicht so direkt greifen kann und was deswegen auch so faszinierend ist. Und so geht es mir immer noch. Also es ist sicher irgendwo die Faszination, die einen schon als Kind irgendwo dazu bringt. Auch bei uns sind es ein paar Sekunden und die entscheiden selber, wie lange sie drum bleiben. Er sitzt ja ziemlich entspannt. Ich glaube, wir können auch sehr viel von den Adlern lernen. Sie sind dann doch die Meister des Fliegens und ja, wir kupfern das schon so ein bisschen ab, würde ich sagen. Wir haben zwar nicht so große Flügel und so, das ergänzt sich dann ein bisschen mit dem Material durch unsere Skier oder unsere Armhaltung, aber so Parallelen gibt es auf jeden Fall. Man sagt uns ja nach, dass wir die Adler sind, die von der Schanze springen, aber ich finde den Vergleich den Vögeln gegenüber schon fast frech, weil das ist doch mal eine andere Liga. Das ist beeindruckendes Tier, ein beeindruckender Vogel, und gerade wenn man Filme im Fernsehen sieht oder Dokumentationen, da staunt man, da schaut man sie gerne an. Unser Adler im Film lernte von seinem menschlichen Freund das Fliegen, man muss sich dabei ganz schön überwinden. Wie war denn dein erster Sprung, kannst du dich erinnern? Boah, sehr schwierig. Ich glaube, der war nicht so weit wie beim Adler. Ich glaube, die fangen auch mit Hüpfern an, so ähnlich ist es bei uns dann wohl auch doch, also auf kleinen Schanzen. Und ja, das geht ruhig los. Von dem her, ähnlich wie die Adler sich dann steigern müssen in den Flugmetern, Flugmeilen, ist es bei uns auch. Also wenn die in die Lüfte steigen, die gleiten direkt, und bei uns ist es eher noch nicht ganz so elegant wie bei den Adlern. Denkst du, dass bei der kurzen Zeit, die ihr in der Luft seid, auch so, also kommt da auch so ein Gefühl von Freiheit auch wie beim Fliegen? Ja, auf alle Fälle. Also speziell beim Skifliegen, das ist wirklich extrem. Da hat man wirklich dann, wenn man den Sprung dazu hat, da hat man dann wirklich das Gefühl, dass man wirklich beim Fliegen ganz nah dabei ist.